Hallo ihr Lieben, ihr wolltet Tipps zur intuitiven Ernährung haben. Ja, diesmal kein Duplo, sondern ein Nua-Riegel, Nu-Kakao, nein, Nu-Kau-Riegel. Oh mein Gott. Egal. Meine Tipps zur intuitiven Ernährung, wenn du damit anfangen willst, schau bei YouTube, da gibt es tolle Videos dazu. Meine Tipps. Anfangs tatsächlich dich während des Essens nicht ablenken, nicht mit dem Handy, nicht mit einem Buch, nicht mit einer Zeitung, nicht mit einem Hörbuch, mit nichts, sondern dich einfach an den Tisch zu setzen und zu essen und mal darauf zu achten, wann bin ich überhaupt satt. Ist schwierig, wird man auch auf Anhieb nicht sofort merken und man wird erstmal denken, boah, ist das langweilig, so einfach nur essen und nichts dabei tun. Außer zu essen. Aber das ist wichtig. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich, bevor ich was esse, erstmal was trinke. Also Wasser vorm Essen trinken. Um herauszufinden, ob ich denn wirklich hungrig bin oder ob es vielleicht tatsächlich nur Durst war. Dann ganz, ganz wichtig ist kein Verzicht. Also wenn du Lust hast auf Schokolade, gönn dir Schokolade. Aber ess es bewusst. Das heißt, was bewusst essen bedeutet. Du nimmst dir deinen Riegel, beißt ein Stück ab, gerne auch nur ein kleines. So, kleines Stück. Und bewusst essen. Das heißt, nicht reden dabei. Langsam und genüsslich kauen. Anfangs kannst du auch zählen, wie oft du kaust. Das ist ganz witzig. Und versuche bewusst den Geschmack dessen, was du isst, wahrzunehmen. Und es bewusst zu essen. Also wirklich langsam die Schokolade auf der Zunge zergehen lassen. Und wirklich langsam essen. Denn je langsamer du isst, desto schneller merkst du, brauche ich den weiteren Bissen noch? Oder bin ich vielleicht schon gesättigt? Oder habe ich kein Bedürfnis mehr, weitere Schokolade zu essen? Und dann nicht denken, ach Mist, jetzt habe ich da einmal abgebissen, jetzt muss ich das aufessen. Nein. Mach dann einfach den Riegel zu. Schieb ihn wieder rein. Ein gutes bisschen vom Finger darfst du abschlecken. Leg ihn zur Seite. Und ess ihn dann weiter, wenn du magst. Von mir aus kannst du es auch in eine Plastikdose, Kunststoffdose reintun oder wo auch immer du deine Sachen aufbewahrst, die du angebrochen hast und nicht auf isst. Ja. Was auch ganz wichtig ist, ist dich nicht mehr zum Essen zwingen. Also nicht, oh, es ist jetzt 8 Uhr, ich muss jetzt frühstücken. Ach, es ist 12 Uhr, ich muss jetzt Mittagessen. Mache ich auch nicht mehr. Wenn ich keinen Hunger habe, habe ich keinen Hunger. Du darfst auch alleine essen. Das heißt, wenn dein Mann jetzt Hunger hat, du hast aber keinen Hunger, musst du nicht mit ihm essen. Du kannst dich trotzdem mit ihm zusammensetzen und mit ihm gemeinsam was auch immer tun. Du trinkst dabei einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer. Aber du solltest dich halt nicht zum Essen zwingen, wenn du eigentlich gar keinen Hunger hast. Und auch wirklich aufhören zu essen, wenn du nicht mehr hungrig bist. Aber das bedarf alles Übung. Ja. Ich glaube, das waren schon meine Tipps. Ja. Ich glaube schon. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ist, wenn du hungrig bist, und zwar wenn du körperlich hungrig bist, das musst du auch erst für dich herausfinden. Informiere dich, recherchiere, gucke bei YouTube oder kauf dir ein Buch oder einen Podcast hören oder was auch immer. Trinke regelmäßig und genug. Das heißt, auch vor dem Essen trinken, damit du weißt oder merkst, ob du hungrig bist oder ob du eigentlich Durst hast. Langsam essen und bewusst essen. Ja, ich glaube, das waren meine Tipps. Ja. Einfach mal ausprobieren und herausfinden, ob das für dich das Richtige ist. Und, was auch ganz wichtig ist, kein Verzicht. Also verzichte auf nichts. Gönn dir das, wonach dir ist, weil sonst kommt irgendwann der Heißhunger zurück. Ja, also das war's. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Vielleicht kann ich sie beantworten, vielleicht auch nicht. Und natürlich gibt es diesmal auch ein Codewort. Und das Codewort lautet Orange. Okay, noch ein zweites. Und Flugzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, wer aufgepasst hat und die Codewörter unter diesen Post schreiben kann oder mir schreibt. Ach, dürft ihr euch selber überlegen.
Was es mit den Codewörtern auf sich hat, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber die, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich die ab und an mal einbaue. Bisher hatten sie keine besondere Bedeutung, aber wer weiß? Schreibt es euch auf. Vielleicht haben sie doch irgendwann Bedeutung. So, egal. Ich höre jetzt auf. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir hören und lesen und schreiben und so. Bis dann.